im Gegensatz zum Dorf unten stellen wir hier eine Jagdgesellschaft da, eine adlige von niederem Adel. Und ja, wie Sie hier an den Zelten auch sehen, wir haben hier einen Essplatz und ein Wohnzelt. Diese größeren Zelte wurden halt von Adligen benutzt und Personal und Bedienstete waren in kleineren Zelten dahinter untergebracht. Da wir ja kein Handwerk betreiben, gehen wir dem Müßiggang nach, sozusagen. Also der Jagd und versuchen uns zu fechten und begnügen uns mit Essen und Trinken und planieren. Wir sind von der Domänherrin eingeladen worden, hier eine Jagd zu veranstalten. Sie ist leider im Moment nicht anwesend, aber nichtsdestotrotz haben wir uns auf der Jagd trotzdem amüsiert. Der Hochadel hat anders gejagt wie wir jetzt zum Beispiel. Daher kommt der Unterschied zwischen Hoch- und Niederwild. Das heißt also, der niedere Adel hat also so Kaninchen bis vielleicht zum Reh in dieser Bandbreite durfte schießen, wird dann auf den Tisch kam und der Hochadel hat dann aus repräsentativen Zwecken das Hochwild gejagt und das war dann mehr auch um zu zeigen, was man sich leisten konnte. Ja. Gut. Gut, bei diesen Gewehren handelt es sich um Vorderladegewehren. Es gibt Gewehre, es gibt einmal die Vorderladeflinte, die mit Schwarzpulver und mit Schrot geladen wurde. Mit solchen Gewehren schoss man in der Regel auf Niederwild, auf Kaninchen, auf Hasen, auf Federwild wie Fasanen, Rebhühner und andere. Im Gegensatz dazu haben wir hier eine Büchse, eine Jagdbüchse, mit der man auf Wildschweine, auf Rehe, auf Hirsche schießen konnte. Dieses Gewehr hat im Lauf Züge und Felder. Diese Züge und Felder sorgen dafür, dass die Kugel beim Austritt einen Drall bekommt und deshalb besonders gut zielgerichtet fliegt. Es handelt sich bei beiden Gewehren um Vorderladegewehre, das heißt, das Pulver wurde vorne eingefüllt und die Kugel auch. Das funktionierte folgendermaßen. Sie haben hier eine Pfanne und eine Batterie. Und wenn man heute sagt, hast du noch etwas auf der Pfanne, dann heißt es eigentlich, kannst du noch mal schießen. Man füllte zum Beispiel auch im militärischen Bereich die Pulverladung und die Kugel in Papierpatronen. Diese Papierpatronen biss man auf, sodass das Pulver frei lag und man das Pulver anschließend auf die Pfanne füllen konnte. Dann schloss man die Batterie und drehte das Gewehr herum, schüttete den Rest des Pulvers in den Lauf. Danach steckte man den Rest der Patrone hinein. Vorher hatte man schon die Kugel in die Hand genommen und diese Kugel wird zum Schluss auf die Ladung draufgetan. Das ist ein Ladestock. Jetzt nur nicht die Kugel wir haben jetzt keine Kugel, wir haben jetzt keine Kugel aus Demonstrationsgründen, aber normalerweise käme diese Kugel hier auf die Pulverladung und auf die Papierverdämmung und dann wurde alles mit dem Ladestock ganz fest verdämmt. Danach kam der Ladestock wieder an seinen Ort und dann konnte man schießen. Sie erinnern sich, hier auf der Pfanne ist das Pulver. Das Pulver entzündet sich dann, wenn der Hahn mit dem Feuerstein auf die Batterie schlägt, dort einen Funken schlägt. Es entzündet sich das Pulver, das brennt durch das Zündloch in das Rohr und entwickelt eine Explosion. Der Gasdruck entweicht und
gibt die Kugel frei, die dann eben entsprechend weit fliegen kann. Das Schießen sieht so aus. Das ist eine Jagdbüchse. Bei dieser Jagdbüchse gibt es hier eine Sicherung. Das heißt, Sie haben hier einen sogenannten Stecher. Erst wenn Sie den Stecher gestochen haben, können Sie schießen. Das Gewehr wurde, der Hahn wurde gespannt. Dann wurde angeschlagen, wurde der Stecher gedrückt, die Entsicherung und dann geschossen. Und wenn alles richtig funktioniert hätte, hätte es jetzt eine Explosion gegeben. Wir versuchen das nochmal.